So, hallo, da möchte ich Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit dem Parteivorsitzenden Martin Schölewan begrüßen. Die Themen heute werden das Entlastungspaket sein, was wahrscheinlich keine Überraschung ist, und natürlich der Stand des heißen Herbstes. Und damit möchte ich das Wort auch an Herrn Schölewan übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen und für Ihr Interesse an der Pressekonferenz heute. Ich hätte Ihnen ja gern mitgeteilt, dass wir als Linke den heißen Herbst an dieser Stelle nicht mehr für nötig erachten. Allerdings das, was die Bundesregierung dort gestern als ihr sogenanntes drittes Entlastungspaket vorgestellt hat, macht es umso mehr notwendig, einen heißen Herbst gegen die soziale Kälte der Bundesregierung auf die Straße zu bringen und zu organisieren. Das, was da gestern vorgestellt hat, bleibt in weiten Teilen ja noch unklar. Einige Fragen der Finanzierung sind nicht abschließend geklärt und ich würde gerne mit Ihnen auf einige der Punkte näher eingehen, über die wir insbesondere als Linke uns doch ein bisschen verwundert zeigen, dass die Bundesregierung da so einen Erfolg versucht zu verkaufen. Erstens die Einmalzahlung an Rentnerinnen und Rentner und Studierende begrüßen wir. Das Einzige, was dort allerdings gemacht wird, ist, dass der Fehler der zwei zurückliegenden Entlastungspakete korrigiert wird. Da sind nämlich die Rentnerinnen und Rentner, Studierende und auch Soloselbstständige einfach vergessen worden. Und da musste die Bundesregierung entsprechend nacharbeiten, weil auch solch Druck entstanden ist in der Gesellschaft. Wir haben das auch gefordert und wir sind froh, dass das zumindest an dieser Stelle korrigiert worden ist. Aber es muss auch deutlich gesagt werden, diese Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 300 Euro und für Studierende in Höhe von 200 Euro, das wird natürlich verpuffen. Das wird der Inflation mit nichts gerecht werden. Das wird den Preisanstieg in den privaten Portemonnaies nicht bremsen können. Und da hätten wir von der Bundesregierung doch viel mehr erwartet, nämlich ein Anti-Inflationsgeld, das, was wir fordern, nämlich 125 Euro pro Person für geringe und mittlere Einkommen, die unter dem Medianeinkommen liegen, plus 50 Euro pro weitere Person in den entsprechenden und betroffenen Haushalten. Zweiter Punkt, das Kindergeld, das war ja eine Ankündigung, die die Bundesregierung schon vorgenommen hat, soll jetzt erhöht werden um 18 Euro. Also die Neuerung besteht darin, dass es nicht über zwei Jahre gestreckt um jeweils 9 Euro erhöht wird, sondern jetzt auf einmal um 18 Euro. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Inflation in dem Zeitraum um 11, also seitdem die letzte Erhöhung stattfand, in diesem Zeitraum 2021 war das, um 11,4% gestiegen ist. Die angekündigte Kindergelderhöhung beträgt jetzt 8,2%, also wird nicht mal den Inflationsanstieg bremsen können oder in irgendeiner Form ausgleichen können in den privaten Haushalten. Nächster Punkt, Hartz IV soll zum Bürgergeld werden, ein Versprechen sozusagen, das die Bundesregierung ja auch vor einiger Zeit gemacht hat. Das wird jetzt mit diesem dritten Entlastungspaket verkauft. Sozialverbände haben entsprechend scharfe Kritik an dem, was da vorgestellt wurde geübt und auch völlig berechtigterweise. Jetzt wird also Hartz IV zu Hartz V oder dem sogenannten Bürgergeld. Die Summe soll ungefähr um, schätzt man jetzt, 51 Euro, also vom Regelsatz 449 Euro auf 500 Euro ansteigen. Damit wird ja gerade mal die Inflationsentwicklung einigermaßen ausgeglichen, aber trotzdem der Grundsatz Armut per Gesetz fortgeschrieben. Sozialverbände und wir als Linke fordern die sofortige Erhöhung auf 687 Euro. Das wäre die Summe, die vonnöten wäre, damit die Leute nicht per Gesetz in Armut belassen werden. Nächster Punkt, der durchaus von uns auch mit Wohlwollen betrachtet wird, ist die angekündigte Ausweitung derjenigen, die Wohngeld beziehen sollen, also von derzeit 700.000 auf dann 2 Millionen Menschen und damit auch entsprechend der Anspruch natürlich für den Heizkostenzuspruch denjenigen zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass in diesem Land fast 14 Millionen Menschen von Armut bedroht und betroffen sind. Was sozusagen passiert mit den anderen 12 Millionen, da bleibt die Bundesregierung an dieser Stelle auch die Antworten auf die entsprechenden Fragen schuldig. Strom- und Gassperren, ein weiterer Punkt von uns gefordert, ein gesetzliches Verbot. Was da jetzt angekündigt ist in dem Papier, bleibt leider sehr unklar. Offensichtlich obliegt es eher den dann
Unternehmen an dieser Stelle zu entscheiden, ob Strom- und Gassperren wirklich verhängt werden oder nicht, ob man in Ratenzahlungen übergeht. Was passiert, wenn man in Ratenzahlungen übergeht, die aber trotzdem nicht beglichen werden können? All das ist nicht eindeutig. Wir bleiben bei unserer Forderung, es braucht ein gesetzliches Verbot von Strom- und Gassperrungen, Absperrungen in Deutschland. Davon sind pro Jahr ja schließlich 300.000 Haushalte schon vor der Inflation und der Preisentwicklung betroffen gewesen. In diesem Jahr müssen wir mit mehr betroffenen Haushalten rechnen, leider angesichts der Preisentwicklung gerade im Energiesektor, und da bleibt die Bundesregierung entsprechend klare Aussagen auch weiterhin schuldig. Ein weiterer Punkt, die Gasumlage, die bleibt, also die unsoziale Gasumlage, die viele Haushalte ja auch erst in diese Situation mitbringt, dass sie die Energierechnung am Ende des Monats nicht mehr bezahlen werden können, die wird nicht angetastet, es wird auch kein Gaspreisdeckel eingeführt an dieser Stelle, der natürlich dazu führen würde, dass der Hauptpreistreiber derzeit, also der Gaspreis, entsprechend auch finanzierbar wäre für private Haushalte, aber auch für die Kommunen. Daran traut sich die Bundesregierung nicht. Ganz im Gegenteil, die Öl- und Gasmultis bleiben ja auch bei diesem Modell, was da vorgestellt wurde, von einer eventuellen, wie nennen Sie das, Strompreisbremse. Und dann streiten Sie sich um den Begriff, handelt es sich um eine Übergewinnsteuer oder eine Zufallsgewinnsteuer. Aber wenn sich jetzt schon die Bundesregierung um die Begriffe, nachdem das Paket vorgestellt wurde, einen Tag später streitet, wie wir uns erst der Streit um die Konzepte, weil die Konzepte stehen nämlich noch nicht, aussehen an dieser Stelle. Also alles vage, was tatsächlich zur Entlastung der Menschen führen würde in diesem Land. Das bringt uns dazu, bei unserer Forderung zu bleiben, die Menschen zu entlasten, die Preise wirklich zu deckeln und die Krisengewinner heranzuziehen zur Finanzierung gerechten Lastenverteilung dieser Krise. Da es kein wuchtiges Entlastungspaket gibt, wird es einen entsprechend kräftigen Protest auf den Straßen geben. Damit fangen wir heute in Leipzig unter anderem an. Wir haben letzte Woche in Frankfurt oder schon demonstriert. Wir werden am Sonntag in Erfurt demonstrieren. Es gibt viele weitere Demonstrationen in ganz Deutschland. Und dieser heiße Protest wird hoffentlich dazu führen, dass der Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten wird, dass ich dann hier irgendwann tatsächlich stehen kann und Ihnen sagen kann an dieser Stelle, unsere Forderungen sind erfüllt. Die Bevölkerung ist vor der Kostenexplosion gerettet, geschützt. Die wissen, dass sie gut durch den Winter kommen, dass sie heizen können, dass sie den Strom anstellen können, dass sie am Ende des Monats meinetwegen auch noch Fernsehen gucken können und duschen können. Ihre Kinder mit einer Butterbrotstulle oder einer Stulle mit Gurke oder wie auch immer in die Schule schicken können an dieser Stelle. Und das ist alles noch nicht gegeben, und deswegen werden wir weiter für Protest sorgen, Druck auf die Bundesregierung ausüben, bis die ihre unsoziale Krisenpolitik nachhaltig korrigiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, jetzt können Fragen gestellt werden. Herr Bochum. Dass die Linken jetzt sagen, das reicht alles nicht, ist ja ein bisschen, war ja ein bisschen zu erwarten. Ist es nicht ein bisschen einfallslos, einfach an jedem Punkt zu sagen, da muss noch mehr Geld ausgegeben werden? Stellen Sie sich vor, Sie wären, hätten über 5% bekommen und wären jetzt in einem Bündnis mit der SPD in der Regierung. Was hätten Sie denn gemacht? Und warum bleiben Sie bei der Formulierung, dass die Maßnahmen unsozial sind? Also sie sind vielleicht ungenügend, aber sind die wirklich unsozial? Naja, wir sind in der Situation, als die soziale Opposition in diesem Land natürlich unsere Forderungen, und nicht nur unsere Forderungen, sondern die Forderungen im Interesse der Bevölkerungsmehrheit zu formulieren. Und das machen wir seit Wochen, das machen wir seit Monaten und üben entsprechenden Druck angesichts der politischen Situation, in der wir uns in diesem Land befinden, aus auf die Bundesregierung. Und ich begrüße ja, dass die Bundesregierung offensichtlich ein paar kleinere Schritte gegangen ist, auch um unsere Forderungen aufzugreifen. Da sind ja ein paar Elemente enthalten. Wir haben kritisiert, dass die Rentnerinnen und Rentner, die Studierenden, vergessen worden sind. Das ist jetzt korrigiert worden. Wir haben kritisiert, dass es bislang keinen Strompreisdeckel gibt. Da wird irgendwie dran gearbeitet an dieser Stelle, auch wenn das Konzept nicht klar ist und wenn da auf die Europäische Union verwiesen wird. Wir haben kritisiert, dass die Bezüge für die in Grundsicherung sich befindlichen Menschen nicht ausreichend sind. Da wird jetzt ein kleiner Schritt gegangen, aber das ist eben trotzdem nicht ausreichend, weil es einfach klare Kennziffern gibt, die zum Beispiel Armut bemessen in dieser Gesellschaft, und die Kennziffern sind andere als das, was die Bundesregierung vorlegt. Und nur weil jetzt ein kleiner Schritt in die richtige Richtung an der einen oder anderen Stelle gegangen wird, werden wir doch unsere politischen Forderungen nicht aufgeben, die ja darauf abzielen, dass die Menschen tatsächlich sicher durch diesen Winter kommen, und die Aufgaben sind gewaltig, und dafür ist dieses Entlastungspaket, und das haben Sie völlig richtig formuliert, völlig ungenügend, und von daher wird der Druck weiterhin aufrechterhalten werden. Und dass zum Beispiel
die Einsparung der kalten Progression mit in dieses Entlastungspaket einfließen, wo wir aber wissen, dass da vor allem Besserverdienende von profitieren. Das kann man durchaus als unsozial bezeichnen, dass die Gasumlage nicht zurückgenommen wird. Das kann man durchaus als unsoziale Politik bezeichnen, dass es keinen Gaspreisdeckel gibt. Das kann man durchaus als unsoziale Politik bezeichnen. Und wir werden natürlich das Kind weiterhin beim Namen nennen. Warum sollten wir das jetzt ändern? Nur weil die Bundesregierung ein Entlastungspaket vorgelegt hat, das in den zentralen Punkten völlig ungenügend ist. Mehrheit einsetzt. Selbst nach Ihrer Rechnung gibt es 14 Millionen Arme. Das heißt, die Bevölkerungsmehrheit ist nicht arm. Das heißt, die besteht aus Leuten, die am Ende den ganzen Kram bezahlen. Machen Sie nicht eigentlich Politik gegen die Bevölkerungsmehrheit? Nein, gar nicht. Die Bevölkerungsmehrheit teilt zum Beispiel unsere Forderung nach einer Übergewinnsteuer. Die Bevölkerungsmehrheit teilt unsere Forderung nach einem Gaspreisdeckel. Die Bevölkerungsmehrheit teilt unsere Forderung nach dem Ende einer sofortigen Ende der Gasumlage. Also von daher machen wir Politik im Interesse der Bevölkerungsmehrheit. Und solange Christian Lindner in dieser Bundesregierung in natürlich Zusammenarbeit, vor allem mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel, an der Schuldenbremse festhält, sind eben auch keine nachhaltigen, zukunftsorientierten und vor allem aber auch sozial ausreichenden Finanzierungen und krisengegensteuernde Maßnahmen zu erwarten. Und das ist das eigentliche Kernproblem. Die Bundesregierung ist nicht bereit, von ihrem falschen politischen Kurs abzuweichen. Katrin Zappe, MDR aktuell. Heute Abend in Leipzig soll demonstriert werden, auch von Anhängern der Linkspartei und mit prominenter Begleitung. Fürchten Sie nicht, dass an dem Tag, an dem auch die Rechten demonstrieren, es dort zu Zusammenstößen kommen wird? Die Leipziger Polizei hat jetzt schon alle Mühe, sich entsprechend vorzubereiten. Ja, ich verstehe tatsächlich an dieser Stelle Ihre Frage, nachdem wir als Linke eine Kundgebung angemeldet haben, haben rechte Kräfte versucht, sich damit dran zu hängen. Was ich nicht verstehe, ist allerdings, warum die Genehmigungsbehörden tatsächlich eine örtliche Nähe zugelassen haben. Da hätte sicherlich die Stadt an dieser Stelle etwas klüger agieren können. Aber nichtsdestotrotz sind wir darauf vorbereitet, durch entsprechende Ordnerstrukturen, durch entsprechende Maßgaben auch und in Abstimmung natürlich mit den Ordnungskräften vor Ort, dass eben genau solche Zusammenstöße nicht stattfinden, sondern wir einen kraftvollen, friedlichen Protest für eine soziale Kurskorrektur auf die Straße bringen werden. Also tatsächlich so gewesen. Sie haben zuerst angemeldet und dann die Rechten? Soweit ich informiert bin, ist das genau so gewesen, ja. Darf ich fragen, wie die, also wie das Karl-Liebknecht-Haus, also die Parteizentrale, die örtlichen Kräfte, die jetzt heute in Leipzig diese Kundgebung angemeldet haben und durchführen wollen, unterstützt? Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie steigt die Parteizentrale da ein? Es sollen ja jetzt viele dezentrale Kundgebungen folgen. Ja, also diese Kundgebung heute Abend, die ist vom Stadtverband Leipzig angemeldet worden, mit unterstützt von der Bundestagsfraktion, von unserer Bundestagsfraktion. Die Bundespartei ist dort nicht Mitveranstalter oder Mitanmelder an dieser Stelle, aber wir unterstützen natürlich, weil das ja in unseren Rahmen sozusagen des heißen Herbstes fällt, diese Kundgebung. Ich selbst werde heute Abend auch dort in Leipzig auftreten und dort reden, und wir unterstützen vor allem den heißen Herbst an dieser Stelle durch unsere klugen politischen Forderungen, die wir natürlich mit dem Stadtverband Leipzig und der Bundestagsfraktion teilen an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt keine weiteren Fragen sehe, würde ich mich recht herzlich bedanken. Alles gut. Tschüss. Vielen Dank. Und bis heute Abend in Leipzig.